Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute gucken wir uns wieder den gewundenen Abgrund an mit der zweiten Hälfte vom Monat Mai und probieren ihn wieder mit 4-Sterne-Figuren so gut es geht abzuschließen. Das heißt vor allem eben eine 9, 10, 11. 12 werden wir irgendwann probieren. Also ich gucke gerade, dass wir vielleicht auch die 4-Sterne-Charaktere, also dass ich mir bestimmte 4-Sterne-Charaktere raussuche und die auch noch weiter upgrade, also sie geupgradet habe. Aber das ist halt ein Prozess, der muss gut überlegt sein und vor allem kostet er extrem viele Ressourcen. Also mal schauen, das wird jetzt in naher Zukunft wahrscheinlich noch nicht so weit sein. Aber ich fürchte, eben eine 12 mit allen 9 Sternen, nur mit Free-to-Play, also nur mit 4-Sterne-Figuren, wird sehr schwierig. Also ich denke, 6 Sterne wird erstmal das Ziel sein. Und dann mal gucken, aber selbst das dürfte sehr schwierig werden. Ja, was ist der Monatssegen? Verleiht den von den Standardangriffen der Figuren getroffenen Gegnern das Zeichen der Verwüstung, das nach 10 Sekunden entfernt wird und diesen Gegnern tatsächlichen Schaden zufügt. Das gab es, glaube ich, genau schon mal so einen Segen. Und erhöht danach beim Treffen von Gegnern, die das Zeichen der Verwüstung tragen, mit Standardangriffen der Figuren den Schaden, den das Zeichen der Verwüstung beim Entfernen verursacht. So, wer auch immer diesen Satz geschrieben hat, sollte vielleicht mal drüber nachdenken, auch mal einen Punkt einzubauen und vielleicht einen zweiten Satz zu beginnen, weil das hier ist alles ein Satz. Das ist ein Witz. Und deswegen versteht man auch überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Also du hast ein Zeichen der Verwüstung, das nach 10 Sekunden entfernt wird und tatsächlichen Schaden zufügt. So, Punkt. Erhöht danach beim Treffen von Gegnern, die das Zeichen der Verwüstung tragen, also bei denen es noch nicht aufgelöst wurde, den mit Standardangriffen der Figuren, also fügt Schaden zu, den das Zeichen der Verwüstung beim Entfernen verursacht. Das heißt quasi, du machst dann den, also du, das macht Schaden und den Schaden, den das macht, den fügst du zu, nachdem es den gemacht, also nochmal quasi, wenn ich das richtig verstehe. Aber mehr oder weniger, das, also selbst wenn man hier keine Ahnung hat, was das bedeutet, wie wird es ausgelöst? Standardangriffe. Wie wird es ausgelöst? Standardangriffe. Das heißt, man muss einfach nur darauf achten, dass man viele Standardangriffe benutzt und halt auf das Zeichen an sich. Aber ich fürchte, das sieht man gar nicht so gut, oder? Weil hier sieht es für mich aus wie jemand, der das Zeichen noch trägt und so sieht dann die Auflösung aus. Deswegen mal gucken, wie man das visuell erkennt, optisch. Aber das kriegen wir schon. Ich meine, ein Standardangriff hält sollte in jedem Team sein, weil irgendwann sind alle Fähigkeiten mal auf Cooldown. Da muss man ja zwangsläufig auch mit Standardangriffen kämpfen können. Genau. So, Ebene 9. Das ist das gleiche wie immer. Eher ziemlich nervig, weil es so viele Gegner sind. Aber da dürften die Teams an sich jetzt keine so große Rolle spielen. Mittlerweile eine sehr viel größere Auswahl, theoretisch möglich, aber die 5-Sterne-Helden, die jetzt hier neu dazugekommen sind, die können wir natürlich nicht benutzen. Nein, wir machen wieder zwei Teams hier. Einmal mit Yanfei und einmal mit Beidou als Damage-Dealer. Dann würde ich sagen, geben wir Beidou Zhangling. Und Barbara. Und machen wir erstmal hier unten das Team. Machen wir unten Sacrose, Bennett, Xingxiu. Und oben Fischl. Natürlich Fischl. Fischl? Fischl. Let's go. Wobei Fischl und Sacrose eigentlich auch ganz gut. Naja, mal schauen. So, er tötet den Elementarkunde um 80. Und ja, wie gesagt, der Raum ist einfach nur nervig. As you wish, mein Fräulein. As you wish, mein Fräulein. Oh, ich dachte gerade, da kommt noch ein Jump. Oh, okay, das war's. Ja, es ist halt so nervig, dass du immer zu den Viechern dann hinlaufen musst, die halt komplett woanders stehen. Das ist. Da komme ich einfach nicht drauf klar. Mich stört das so sehr. Weil ich finde das einfach so unnötig. Und es ist ja auch eben eine 9. Das heißt, die einzigen Leute, die hier strugglen, sind wirklich die Leute, die halt einfach, und das ist ja nicht böse gemeint, aber das sind einfach die Leute, die halt ihre Charakter noch nicht wirklich gepusht haben. Und so. Und da finde ich es halt irgendwie einfach dämlich, dass man hier quasi so eine Fake, wie sagt man, so eine Fake, Schwierigkeit will ich es gar nicht nennen. Es ist einfach nur ätzend, ja. Kann man nicht anders sagen. Es ist einfach nur nervig. Es ist nicht schwierig, es ist einfach nur nervig. So. Volumen.
Ah, doch, das Zeichen ist dieser rote Kreis. Ah, jetzt sehe ich's. Genau, und was waren es? 9 Angriffe? Da kam es, genau. Ja, bei schwachen Gegnern bringt das natürlich nicht so viel, weil die greifen meistens nicht so viel mit Standardangriffen an, bis sie schon besiegt sind. Aber in dem Fall ist es als Demonstration, wenn es gut funktioniert. Man, was ist denn das für ein Raum? 5 Gegner nur? Ah ja. Ah, Hydro-Abgrund-Magier. I hate those. Okay. Wo ist er? Nein! Und wir haben ihn. Und wir haben einen Blitzer bekommen. Und war das das Zeichen? Das sah aber komisch aus. Das sah nicht aus wie die Auflösung von dem tatsächlichen Schaden. Komisch. Ha, na gut. You'll get boss fight. Immer den Healer zuerst besiegen. Das ist der absolute Standard-Move in jedem Videospiel. Immer erst den Healer besiegen. Oh, komm schon! Hä? Das waren doch schon viel mehr als 9 Angriffe. Ich muss mir das legit nochmal durchlesen. Waren das nicht 9? Wie viel waren das? Ich habe den halt 1000%ig mehr als 9-mal angegriffen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht mindestens 9 Angriffe waren. Keine Ahnung, wieso der da den Damage nicht bekommen hat. Oder ist das die... Ist das schon ausgelöst? Ach, ich finde das ist so schwierig zu erkennen. Vor allem... Im Preview zeigen sie diese fette Explosion, dieser riesige weiße Kreis, gell? Und dann bist du im Kampf. Ich habe noch nicht ein einziges Mal diesen weißen Kreis gesehen, diesen fetten, der die Explosion darstellt, quasi, optisch. Das ist jetzt so ein Witz einfach. Das ist wirklich crazy. Die Janfei-Explosionen sind real. Okay. Noch 3 Big Boys. Nice. Ja, Ebene 9. Kein Problem. Da reicht es eigentlich, wenn ihr Artefakte plus 20 habt und alle eure Charaktere auf Level 80 sind. Also dann müsst ihr es eigentlich auf jeden Fall schaffen. Hauptproblem am Anfang ist, glaube ich, dass man nicht 8 Charaktere auf Level 8 oder 8 Figuren überhaupt irgendwie benutzt hat jemals. Gleich in den ersten 6 Monaten, die ich gespielt habe, legit nur 4 Figuren benutzt oder so. Neben dem. Und da habe ich noch den Traveler benutzt. Also. Und der zählt ja eigentlich gar nicht. Ja, ich muss mir das echt nochmal durchlesen. Irgendwie bin ich zu blöd dafür. Jetzt, wenn ich probiere, darauf zu achten, dann kommt nichts. Oder es wird resettet, wenn man irgendwie zu lange nicht angreift. Das könnte natürlich auch sein. Aber solange die das Mark haben, kann das eigentlich nicht sein, weil sonst wäre das Mark nicht mehr da. Die Markierung. Wow! Das ist eh der letzte Raum. Also wenn Bado jetzt sterben würde, wäre es gar nicht so schlimm, aber... Damn. Hier haben wir jetzt gleich Fatui. Ach, zu nah rangegangen.
Das ist auch so nice, mit der Markierung sieht man ihn einfach, obwohl er unsichtbar ist. Bam. Oh. Wird er echt noch Probleme machen, der Boy. Na gut. Ja, vielleicht mache ich eben eine 9 dann in Zukunft nicht mehr, weil die wirklichen Probleme hat man echt erst, wenn überhaupt, auf Ebene 11 und vielleicht gegebenenfalls auf Ebene 10. Aber ich finde es sowieso, ich finde es so langweilig, dass sie nicht mal mehr die Gegner ändern. Also früher weiß ich noch, also da haben sie auf jeden Fall mal die Räume ein bisschen geändert, nicht immer, aber ab und zu, aber es sind jetzt seit 6, 7, 8 Monaten sind es immer die gleichen Räume, immer die gleichen Gegner. Es ist halt so langweilig, ich check halt nicht wieso. Danke euch trotzdem fürs Einschalten, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein. Ciao, ciao.